Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu TV Bayern Live. Die Adventszeit ist immer etwas ganz Besonderes, nicht zuletzt wegen der vielen Weihnachtsmärkte. In Bayern gibt es ja Hunderte davon. Und unsere TV Bayern Live Reporter haben sich ein paar rausgepickt. Und wir starten im Allgäu. Ich melde mich vom Kempner Weihnachtsmarkt. Hier kann man an 70 weihnachtlich geschmückten Ständen Deko, Geschenkideen und viele Leckereien entdecken. Ein Highlight dieses Jahr ist die Kinderhütte, die mit ihrem täglich wechselnden Programm auch die kleinsten Besucher erfreut. Der Kempner Weihnachtsmarkt ist täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet und kann noch bis zum 22. Dezember besucht werden. Und damit gebe ich zurück nach Würzburg. Auch wir hier in Würzburg haben natürlich ein Riesenangebot auf unserem Weihnachtsmarkt. Insgesamt 104 Stände haben wir hier. Traditionelle Handwerkskunst haben wir, kulinarisches natürlich, alles, was das Herz begehrt. Und ich habe mir auch schon was Warmes geschnappt, denn leider ist das Wetter nicht so weihnachtlich. Aber bei dem Geruch und bei dem vielen Angebot, da gibt es natürlich einiges zu gucken. Also kommen Sie vorbei und ich bin jetzt gespannt, was Augsburg so zu bieten hat. Er ist der älteste in ganz Bayern und für die Augsburger ist es sowieso der schönste im ganzen Land. Der Christkindlesmarkt lockt in den 4 Wochen vor Heiligabend über 1 Million Menschen nach Augsburg. Ja, und die Augsburger, die lassen sowieso keine Gelegenheit aus und kommen so oft wie möglich hierher, egal ob mit Freunden, Verwandten oder mit Arbeitskollegen. Alle anderen haben noch bis zum 23. Dezember Gelegenheit, den Augsburger Christkindlesmarkt zu besuchen. Ein kleiner Tipp von mir, wer am Wochenende kommt, kann sich das Engelespielen anschauen. Und damit zurück ins Studio. Einen Text oder ein Gedicht verfassen, das ist die eine Sache. Das Ganze dann auch noch vor Publikum auf einer Bühne vortragen, das ist eine ganz andere. Poetry Slammer machen das. Bei den Wettbewerben kann jeder mitmachen. Die Texte müssen pur, also ohne Hilfe von Requisiten oder Instrumenten, dargeboten werden. Und wir haben uns für Sie mal das große Finale der Münchner Stadtmeisterschaft 2015 angesehen. Wann habe ich zum letzten Mal meine Eltern belogen? Bin vom offiziellen Weg in die Wiese abgebogen? Warum bin ich noch nie von der Schule geflogen, sondern allerhöchstens einmal umgezogen? Warum nehme ich keine Drogen? Ich bin doch Teil einer jungen Generation. Wo bleibt denn mein Hang zur Revolution? Ey, Mutter! Wann ich heimkomme, geht dich einen Dreck an. Und wenn ich will, bleib ich einfach weg, Mann. Und wenn du das nicht checkst, dann ist das dein Problem, dass du meine Mutter bist, ist nicht mein Problem. Bitch! Gerade erst 18 Jahre alt geworden und schon auf der großen Bühne. Beim Poetry Slam ist jeder willkommen, der mit der Macht der Worte begeistern kann. Und begeistert ist das Publikum eigentlich bei jedem der hier auftretenden Slammer. Kein Wunder, beim Finale der Münchner Stadtmeisterschaft steht ganz viel Talent auf der Bühne. Konnte es kaum erwarten und benutzte dich, ahmte dich nach. Schon bald wurde aus dem Saugreflex der Redefluss und ich sprach. Dai. Gigu. Da. Naja, du bist eben nicht leicht zu haben. Das Publikum ist wahnsinnig nahe dran, dadurch, dass es eine Mischung ist aus Literatur, Kleinkunstveranstaltung und einer Sportveranstaltung. Also es gibt wahnsinnig viele emotionale Anknüpfungsmöglichkeiten fürs Publikum. Und das finde ich eben das Schöne und Faszinierende einfach am Poetry Slam. Diese Interaktion auch mit dem Publikum, wenn man merkt, haben die mich verstanden? Verstehen die, was ich ihnen sagen will? Und seit 1996 machen Rael Patzak und ich den Poetry Slam im Substanz. Seit 20 Jahren gibt es den mittlerweile fast. Also im Februar feiern wir 20. Geburtstag. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Es gibt auch so ein Riesenangebot in München und das wird auch auf jeden Fall wahrgenommen und genutzt. München gilt als Poetry Slam Hochburg. Regelmäßig nehmen Münchner Poeten an Bayern- oder deutschlandweiten Meisterschaften teil und räumen dort dann Preise ab. Der Titel Münchner Stadtmeister ist für die Slammer aber etwas Besonderes. Mit ihren besten Texten versuchen die Slammer, die Jury für sich zu gewinnen. Da ist dieses Mädchen mit dem Stummfilmgesicht. Es sitzt dort mit Weinglas im Barkerzenlicht und lächelt sein Lächeln, die Augen fixiert auf das, was den Wesen am Tresen passiert. An dieser Stelle sei ein Zitat ruhig gewagt. David Foster Wallace hat über mich mal was Tolles gesagt. Die Wahrheit
macht dich frei. Aber zuerst macht sie dich fertig. 2015 entscheidet er das Rennen erneut für sich. Denn Alex Burkhardt war schon vergangenes Jahr Münchens Lieblingspoet. Das bedeutet mir schon sehr viel tatsächlich, weil die beiden Texte mir sehr am Herzen lagen, die ich heute gemacht habe. Und da so eine Reaktion drauf zu kriegen, dass man quasi damit den Abend gewinnt, ist unglaublich schön. Und normalerweise bei Meisterschaften, so bayerische Meisterschaften, deutsche Meisterschaften, da bin ich immer so in meiner Textwahl schwer, hab bloß Pech und reiß nie groß was. Und das ist nicht schlimm, aber dann ab und zu halt mal sowas zu gewinnen gegen diese Kollegen, deren Text ich wahnsinnig schätze, das ist einfach eine schöne Sache. So. Also das freut mich schon sehr. Auch wenn es nur einen Stadtmeister geben kann. Poetry Slam Talente gibt es in München viele und es werden laufend mehr. Monat für Monat ziehen Poetry Slams mehrere tausend Besucher an. Und das mit nur einem Mikro, einem Scheinwerfer und einem Poeten. Es geht um Ruhm und Ehre und um das große Beil. Die Kabarett- und Comedy-Szene hat mal wieder ihr Bestes gegeben, um den schärfsten Preis Deutschlands zu ergattern, nämlich das Scharfrichterbeil. Wir zeigen Ihnen die Finalisten und natürlich den Sieger. Am 2. Dezember wurde in Passau zum 33. Mal das begehrte Scharfrichterbeil vergeben. 6 Finalisten traten zum Wettkampf um den schärfsten Kabarettpreis Deutschlands an. Verstorben. Und da geht's bei meiner Oma schon beim Wortschatz los. Weil wissen Sie, am Niederbayerischen Bahnhof, da stirbt kein Fisch nicht. Das ist verrückt. Flüster 2. Am besten telefonieren in diesem Raum können Sie. Mit dem 2. Platz und somit dem mittleren Scharfrichterbeil wurde das Duo Flüsterzweieck ausgezeichnet. Heute bin ich sehr zufrieden. Es kommt eigentlich selten vor bei den Wettbewerben, weil meistens habe ich sehr viel zu bemäkeln, weil die Künstler auf der Bühne, wenn sie live auftreten, wahrscheinlich aufgrund der Nervosität oder sonst etwas, doch ganz anders wirken, als man sie vorher am Bildschirm erlebt hat. Und letztes Jahr war ich darüber sehr enttäuscht. Heuer nicht. Heuer war ich überrascht, wie ausgeglichen und wie gut das Niveau war bei allen 6 Teilnehmern. Liebe Ilse, lieber Gustl, wir sind jetzt auf hoher See. Schon seit Tagen tut mein Magen aber wirklich alles schwer. Weil wir haben All You Can Eat gebucht, das schmeckt da wunderbar. Das habe ich gezahlt und das wird gegessen. Und spielen wir es meistens auch. Ahoi, 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 wie Augustina mit Blick auf die Wörter. Den 3. Platz belegte die Wahlmünchnerin Franziska Wanninger. Vom Atlantik ist die anderen alle. Wenn du ganz weit unten bist, willst du irgendwann möglichst hoch hinaus. Und ich wollte als Kind schon so berühmt werden wie der David Hasselhoff. Ich wollte als Kind immer schon so lustig und politisch anspruchsvoll werden wie der Volker Pispers. Bis jetzt haben wir nur die Behaarung von den beiden bekommen. Aber was nicht ist, kann ja nur werden. In der letzten Woche, vor ein paar Tagen, habe ich noch eine ganz belegte Stimme gehabt. Vielleicht die Aufregung oder ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, damit es gleich weggeht, bin ich zu einer Spezialistin gegangen. Zur Hals-Nasen-Ohrenärztin. Bin ich nach Mingern in Stoff. Wir sagen Mingern. Die Werdenfelser sagen Minker. Und die Niederbayern sagen Boys, bitte einen ganz großen Applaus für Robert Allen. Ich war zu Kuren mit meinen Brüdern eine Sandburg zu bauen. Ich dachte nur an Sex mit Meerjungfrauen. Und ob das biologisch überhaupt möglich ist, schließlich ist eine Meerjungfrau untenrum ein Fisch. Darüber dachte ich nach, jeden Tag stundenlang. Im Salzwasser schwamm, doch dann eine Qualle. Ah! Wieder so eine Qualle. Ah! Ich schrie wie am Spieß und die Würde war dahin, weil ich wie ein Mädchen. Ich habe mir die ersten Künstler angeguckt. Das mache ich oft, dass ich mir die Künstler davor angucke, um zu sehen, wie so die Stimmung ist. Aber die Künstler danach, nach meinem Auftritt, gucke ich mir nicht mehr an. Weil dann gehe ich zur Bar, hole mir ein Bier, rauche eine Zigarette und dann muss ich erstmal runterkommen. Für mich war es schön. Ich habe gemerkt, dass es funktioniert und hat dann auch Spaß. Ja. Das war's von unserem bunten Themenüberblick. Und gleich schauen wir auf die Nachrichten aus Bayern.
immer kurz vor Weihnachten werden die CWE-Fotobücher fertig und sie sind Weihnachten da. Das waren ja alles auch Geschenke für die Kinder. Man ist selber ganz doll aufgeregt, wie die Kinder reagieren. Sie haben sich dann ganz in Ruhe die ganzen Fotos angeschaut. Das war Freude pur. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Unvergesslicher Momente. Mein CW-Kalender. Das Bahnland Bayern hat viele Gesichter und viel zu bieten. An den 1060 Stationen im Bahnland Bayern hält jede Sekunde ein Nahverkehrszug und bringt täglich 1,3 Millionen Fahrgäste schnell, günstig und umweltfreundlich ans Ziel. Ich habe das CW-Fotobuch zu Weihnachten auch der Tochter in Neuseeland geschickt. Das war dann ein ganz besonderes Geschenk. Und sie hat geweint vor Freude. Also das war wirklich sehr berührend. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Wenn Bilder Bände sprechen. Der Bildband So war das zeigt über 300 unvergessliche Erinnerungen aus unserer Heimat. Alle Bilder stammen dabei aus den privaten Fotoarchiven von Leserinnen und Lesern der Augsburger Allgemeinen. Erleben Sie den Zeitgeist des vergangenen Jahrhunderts aus einer gänzlich neuen Sicht und kommen Sie mit auf eine unvergessliche Reise in die Vergangenheit mit So war das. Der Bildband ist ab sofort erhältlich bei allen bekannten Verkaufsstellen online unter augsburger-allgemeine.de/shop sowie unter der Bestellhotline 0821 3x7 4x4. Verschenken Sie ein Jahr voller unvergesslicher Momente. Mein CW-Kalender. Nicht immer kann Schwangerschaft als Geschenk empfunden werden. Donum Vitae berät und hilft Frauen und Männern in allen Fragen der Schwangerschaft und bis zum dritten Lebensjahr des Kindes an 65 Orten in ganz Bayern. Unterstützen Sie Donum Vitae, denn jedes Leben ist ein Geschenk. Mehr Informationen und Filme finden Sie unter www.dubisteingeschenk.de. Skandal. Nach einer millionenteuren Sanierung stürzt die Decke einer Schule in Rehau ein. Ehrung. 42 Persönlichkeiten sind mit der Bayerischen Verfassungsmedaille ausgezeichnet worden. Und Stau. Die Anzahl der Asylanträge von Flüchtlingen ist kaum zu bewältigen. Es gibt zu wenig Dolmetscher. Willkommen zurück zu TV Bayern Live. Die Sache ist auch wirklich ziemlich kompliziert, nämlich die mit dem Länderfinanzausgleich. Die Bundesländer wollen deshalb ein einfaches Ausgleichssystem durchsetzen, in dem die Ostländer keine Sonderrolle mehr haben. Haben sie sich durchgesetzt und wie hat Bayern abgeschnitten? Also ich wusste schon, aber ich wollte dich da nicht zu früh belasten damit, weil es wirklich eine sehr komplizierte Systematik ist und auch einfach nichts gebracht hat für Bayern. Wie liebevoll in der Weihnachtszeit. Es sind mehr als die vorweihnachtlichen Frotzeleien zwischen Horst Seehofer und Markus Söder, die sogar die anwesenden Journalisten für ihr Privatarchiv festhalten. Doch der Ministerpräsident und sein Finanzminister haben allen Grund, gut gelaunt zu sein. Die gesteckten Ziele in den Verhandlungen um den Länderfinanzausgleich wurden erreicht. Der Freistaat Bayern wird gut 1,3 Milliarden weniger Belastung haben ab dem Jahre 2020. Und das jährlich. Der Finanzausgleich alter Art soll damit der Vergangenheit angehören. Allen voran Bayern hat stetig kräftig gezahlt. Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zogen sich über ein Jahr hin. Der Finanzausgleich soll nun in die komplexe Umsatzsteuerverteilung eingebaut werden. Mehr Steuereinnahmen bedeuten dann am Ende auch deutlich wieder Belastung Länderfinanzausgleich. Dies wird entkoppelt.
ab 2019. Es wird entkoppelt. Das heißt, es gibt einen gedeckelten Betrag durch diesen linearen Tarif. Und alles, was wir sozusagen mehr bekommen, dürfen wir dann erstmals selber behalten. Bei der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz hatten sich die 16 Landesoberhäupter einstimmig auf dieses Verfahren geeinigt. Bei den Verhandlungen hatte sich Bayern speziell für die neuen Bundesländer eingesetzt, nicht ohne Eigennutz. Und die Zeche zahlen immer die ganz Starken, das ist Bayern. Und deshalb werden sich manche wundern, warum tritt der Seehofer für die neuen Länder ein? Oder auch für Saarland und Bremen bei den Zinshilfen? Dahinter steht die Erfahrung jetzt seit dem Jahre 2002, dass im Grunde, wenn die nicht auf die Beine kommen, Bayern bezahlt. In dem Fall halt dann mit weniger Umsatzsteuer. Für die Reform des Länderfinanzausgleichs brauchen die Länder nun den Bund. Der soll sich mit 9,6 Milliarden Euro beteiligen. Das ist rund eine Milliarde mehr, als bisher vorgesehen war. Da muss man nicht erst die Begegnung abwarten, um zu wissen, wie reagiert wird. Und das sind jetzt, ist ein Vorschlag, den hat die Bundesregierung immer von den Ländern eingefordert. Jetzt liegt er auf dem Tisch, einhellig. Und ich denke, dass wir im neuen Jahr in aller Ruhe darüber reden werden. Ich bin da zuversichtlich, weil ich glaube, das ist überwindbar, was da an Auffassungsunterschieden da ist. Das Gesamtpaket soll bis 2030 Gültigkeit haben. Dann ist eine Bewertung vorgesehen. Ob die beiden bayerischen Alpha-Tierchen dann noch dabei sind, werden wir ja sehen. Also, ich war immer länger da. Das verlockt natürlich zu einer langfristigen Antwort, aber die schenke ich mir jetzt. Das ist zu gute Stimmung. Wir hatten jedenfalls mächtig Spaß. Und was den Freistaat sonst noch so bewegt, das sehen Sie jetzt bei uns im TV Bayern Live Nachrichtenüberblick. Ingolstadt war zum 6. Mal Gastgeber des Industry Day. Veranstalter ist das sogenannte Military Engineering Center of Excellence. Staatsminister Marcel Huber eröffnete die Fachmesse für den Bereich Pionierwesen zusammen mit dem Direktor der Organisation, Oberst Nils Janeke. Im Anschluss an die Begrüßung erkundeten die Besucher die Messe. Die 50 Aussteller, die zum Teil bis aus Australien angereist sind, haben hier die Chance, Feedback einzuholen. Neueste Entwicklungen, zum Beispiel im Bereich der Minensuchtechnik, konnten die Fachbesucher in Augenschein nehmen. Zeitgleich mit dem Industry Day treffen sich jedes Jahr auch Fachvertreter der NATO-Mitgliedstaaten, um sich bei einem Seminar in Ingolstadt auszutauschen. Niklas B. soll nicht nur tatenlos zugesehen haben, wie zwei Partygäste das von ihm mitgeführte GBL, auch Liquid Ecstasy oder K.O.-Tropfen genannt, unverdünnt konsumiert haben, sondern auch keine ärztliche Hilfe geholt haben, als die beiden bereits ohnmächtig waren. Ein 27-Jähriger stirbt 4 Tage später an den Folgen der Überdosis, ein 24-Jähriger überlebt nur knapp. Nun muss sich Niklas B. wegen Mordes und versuchten Mordes vor dem Bamberger Landgericht verantworten. Der Angeklagte sagt aus, dass er die Situation unterschätzt habe, da er selbst schon des Öfteren GBL überdosiert habe, teilweise absichtlich, um schlafen zu können. Er sei immer wieder aufgewacht. Bereits 2-mal war Niklas B. auf Entzug. Was jetzt passiert sei, werde ihn für immer von den Drogen fernhalten, beteuert der Angeklagte. Die Erinnerungen an das Geschehene werden ihm jedoch für immer bleiben. Der Asylanträgestau beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bleibt vorerst bestehen. Mindestens bis Mitte nächsten Jahres rechnet Amtschef Frank-Jürgen Weise nicht mit einem deutlichen Abbau der unbearbeiteten Anträge. Momentan müssen rund 300.000 Asylanträge entschieden werden. Mindestens genauso viele Flüchtlinge haben derzeit noch gar keinen Antrag gestellt. Als Hauptgrund für die schleppende Bearbeitung nennt Weise die oft fehlenden Kapazitäten an Dolmetschern. Diese erschwere eine zügige Abwicklung der Asylanträge. Große Aufregung in einer Mittelschule in Rehau im Landkreis Hof. Der Unterricht in der 7. Klasse hatte gerade erst begonnen. Da lösten sich von der Decke 4 Gipskartonplatten und stürzten auf die Schüler runter. Besonders brisant, das Schulhaus ist gerade erst für 20 Millionen Euro saniert worden. Prellungen, Schrammen und ein gebrochener Finger. 7 Schüler werden am Mittwoch gegen 8.20 Uhr in ihrem Klassenzimmer in der Rehauer Gutenbergschule von herabstürzenden Deckenplatten verletzt. 6 von ihnen werden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Bereits am Mittag sind aber alle wieder zu Hause. An Unterricht ist danach erstmal nicht mehr zu denken. Gerade hier in diesem Bereich, in diesem Geschoss,
wo also dieser Vorfall war. Den wollten wir als erstes überprüfen, auch in den Nachbarräumen, ob dort ähnliche Dinge zu erwarten sind. Haben deshalb um 11.20 Uhr Schulschluss gemacht, relativ spontan. Und dann gleich natürlich immer in Zusammenarbeit mit der Stadt dann versucht, hier durch die entsprechenden Fachkräfte die Sicherheit zu überprüfen. Das sind jetzt aber Dinge, die Stadt und verantwortlich vom Bau dann übernehmen müssen. Was genau den Unfall ausgelöst hat, darüber lässt sich bisher nur spekulieren. Fakt ist aber, die Deckenkonstruktion ist brandneu. Das Klassenzimmer ist erst im vergangenen Schuljahr in Betrieb genommen worden. Eine bauliche Ursache ist dementsprechend mit Abstand die wahrscheinlichste Version. Da ist jetzt ein Sachverständiger eingeschalten. Die Polizei hat den Raum gesperrt und wir erwarten ein baldiges Ergebnis dieser Begutachtung und dann können wir dazu auch eine Aussage treffen. Es ist sehr ärgerlich, dass dieser Vorfall überhaupt stattgefunden hat, nachdem wir hier in einem neu sanierten Schulhaus uns befinden. Und ich bin selbstverständlich heilfroh, dass den Kindern nichts Schlimmeres passiert ist. Die Deckenkonstruktion an sich ist nicht ungewöhnlich. Etwa 5 Kilo schwere Gipskartonplatten sind lose auf eine Metallkonstruktion aufgelegt. Es sind mehrere Szenarien denkbar, wie und warum diese Platten herunterfallen können. Wir überprüfen jetzt die gesamten Deckenbereiche, vor allem eben in den betroffenen Zimmern, aber auch im gesamten Schulhaus. Und damit können wir dann auch ausschließen, dass sich so etwas wiederholt. Der Schulbetrieb in Rehau läuft normal weiter. Inzwischen ermittelt die Polizei allerdings wegen fahrlässiger Körperverletzung. Seit 1961 wird sie schon verliehen, die heiß begehrte Verfassungsmedaille der bayerischen Staatsregierung. Auch in diesem Jahr 2015 stehen die unterschiedlichsten Persönlichkeiten auf der Liste der Ausgezeichneten. Und wir waren für sie dabei bei der feierlichen Zeremonie. Ob Krankenpfleger, Sterbebegleiter, Journalist oder Umweltschützer. Die Bayerische Verfassungsmedaille wird aus den unterschiedlichsten Gründen vergeben. Eines haben die Geehrten aber alle gemeinsam. Besonderes Engagement, Einsatz und Solidarität für die Bayerische Verfassung. 42 Persönlichkeiten aus ganz Bayern kamen am vergangenen Dienstag im Landtag zusammen, um die begehrte Auszeichnung von Landtagspräsidentin Barbara Stamm entgegenzunehmen. Ja, Bayerische Verfassungsmedaille von Präsident Hanauer 1961 ins Leben gerufen. Und er wollte natürlich damit auch erreichen, dass jedes Jahr zum Verfassungstag wir uns auch sehr intensiv mit dem Inhalt der Bayerischen Verfassung beschäftigen. Weil sie soll ja nicht nur auf dem Papier stehen, sondern sie soll ja immer lebendig sein und Menschen in unserer Gesellschaft, in Bayern, sorgen ja dafür, dass diese Verfassung mit Leben erfüllt wird. Und deshalb gibt es diese großartige Ehrung, Überreichung der Bayerischen Verfassungsmedaille in Gold und in Silber. Nominiert werden kann praktisch jedermann. Allerdings können nur Mitglieder des Landtages einen Träger vorschlagen. Anregungen für mögliche Anwärter zu geben, ist dagegen jedem möglich. Mit maximal 50 Preisträgern im Jahr ist die Medaille selten und sehr begehrt. Also bedeutend tut sie mir sehr, sehr viel, denn es ist wirklich eine tolle Auszeichnung. Geehrt wurde ich wohl, das ist gar nicht so ganz einfach zu erfahren, wer einen eigentlich vorgeschlagen hat. Aber offensichtlich eben für meine Arbeit im Naturschutz in Bayern. Es gibt so viele engagierte Menschen, meine ganze Familie, meine Herkunftsfamilie, meine Kolleginnen, die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Und irgendwo ist es eine Auszeichnung für all die, dass das gesehen wird. Dass das gesehen wird, was eben dazu gehört, diese Gesellschaft ja, voranzubringen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Es bedeutet für uns, für mich persönlich, sehr viel an, ja, als Anerkennung einfach für diese vielen Entbehrungen, die man natürlich auch in der Freizeit auf sich genommen hat, für dieses große Ziel, es zu erreichen und natürlich auch jetzt wieder Ansporn, weiterzuarbeiten. Es ist ja, wenn man das stationäre Hospiz aufgebaut hat, noch lange nicht zu Ende. Die Arbeit geht jetzt ja erst weiter. Inklusive 2015 wurde die Bayerische Verfassungsmedaille mittlerweile 1385 Mal überreicht. Der Freistaat ist auf engagierte und motivierte Menschen angewiesen. Und jedes Jahr ist es eine große Herausforderung, aus den zahlreichen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Anwärtern zu wählen. Verdient hätten sie schließlich so viele.
Es gibt die Oscars in Hollywood und es gibt die Familien-Oscars in Oberfranken. Damit möchte die Region hervorheben, wie familienfreundlich sie ist. Und damit das auch in Zukunft genauso bleibt, gibt es einen Wettbewerb. Wer da geehrt wurde und warum es in diesem Jahr ganz besonders war, das zeigen wir Ihnen. Es gehört Ihnen die große Bühne, den Preisträgern des Oberfränkischen Familienpreises. Und das sind in diesem Jahr richtig viele. Alle Nominierten sind nämlich gleichzeitig Preisträger in der Bamberger Konzert- und Kongresshalle. Und das bedeutet ein rappelvoll besetztes Podium fürs Abschlussfoto. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung von Oberfranken Offensiv, in diesem Jahr keine Auswahl zu treffen, sondern alle zu belohnen. Wir hatten ja an die 80 wirklich eingereichte Projekte. Das heißt, da ist wirklich viel Potenzial auch da. Und wir hatten dann 10 Nominierte. Und da wir im 10. im Jubiläumsjahr des Preises sind, haben wir uns auch für 10 Preisträger entschieden. Und ich fand auch wirklich jedes Projekt so toll, dass es ganz schwer gewesen wäre, da noch Unterschiede zu machen. Ich gratuliere allen 10. Kommunen, Hochschulen und Behörden, kirchliche Träger, Institutionen und Vereine sowie Unternehmen waren in diesem Jahr zum 5. Mal dazu aufgerufen, ihre Projekte zum Thema Familienfreundlichkeit einzureichen. Unter den kirchlichen Preisträgern ist der Caritasverband Lichtenfels mit Meilenstein, einem Zentrum sozusagen für straffällig gewordene oder gefährdete Jugendliche. Für mich ist die Arbeit erfolgreich, wenn ich sehe, dass der Jugendliche für sich was erreicht hat, dass er einfach glücklich ist, dass er stolz auf sich selbst ist, dass er sich in seinem Selbstbewusstsein gesteigert hat oder dass er für sich auch Zukunftsperspektiven gefunden hat und die auch umsetzen kann. Im Bereich Kommunen, Hochschulen, Behörden darf sich unter anderem die Stadt Rehau als Preisträger feiern lassen für ihr Vereinskarussell, das dafür sorgt, dass eben den verschiedenen Vereinen der Stadt der Nachwuchs nicht ausgeht. Ich war der Überzeugung, dass es nicht dabei belassen werden kann, dass man jetzt die üblichen Unterstützungsleistungen bringt, sondern wir haben gesagt, wir wollen die Vereine zu den jungen Leuten bringen, in die Schulen, in die Kinderhorte, um dort die Nachwuchsarbeit voranzubringen, um überhaupt mal auf die interessanten Angebote der Vereine hinzuweisen. Einer der Preisträger in der Kategorie Institutionen und Vereine ist der Ladies Circle aus Coburg für Angekommen. Ein Buch von Coburger Frauen, nicht nur für Coburger Frauen. Ich habe selbst 3 Kinder und habe festgestellt, dass es sehr familienfreundlich ist, dass es kurze Wege sind und ja, vor allem, dass da ganz tolle andere Frauen leben, die auch zum Teil zugereist sind. Und da kam die Idee, ich würde gerne anhand von Interviews zeigen, wie schön es in Coburg ist, welche Vielfalt es hat. Diese Vielfalt, die sieht auch der Sponsor des Oberfränkischen Familienpreises. Zum 5. Mal schon gibt es auch in diesem Jahr insgesamt 25.000 Euro. Wir haben das CW-Fotobuch zu Weihnachten dann auch meiner Oma geschenkt. Und dann, als sie es ausgepackt hat, ist sie halt total ausgeflippt, hat das Buch an sich gerissen und oh, danke, danke, danke und wollte es ja wirklich gar nicht mehr aus der Hand geben. Das war total niedlich. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Unvergesslicher Momente. Mein CW-Kalender. Das Bahnland Bayern hat viele Gesichter und viel zu bieten. An den 1060 Stationen im Bahnland Bayern hält jede Sekunde ein Nahverkehrszug und bringt täglich 1,3 Millionen Fahrgäste schnell, günstig und umweltfreundlich ans Ziel. Ich habe das CW-Fotobuch zu Weihnachten auch der Tochter in Neuseeland geschickt. Das war dann ein ganz besonderes Geschenk. Und sie hat geweint vor Freude. Also das war wirklich sehr berührend. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Wenn Bilder Bände sprechen,
Der Bildband »So war das« zeigt über 300 unvergessliche Erinnerungen aus unserer Heimat. Alle Bilder stammen dabei aus den privaten Fotoarchiven von Leserinnen und Lesern der Augsburger Allgemeinen. Erleben Sie den Zeitgeist des vergangenen Jahrhunderts aus einer gänzlich neuen Sicht und kommen Sie mit auf eine unvergessliche Reise in die Vergangenheit mit »So war das«. Der Bildband ist ab sofort erhältlich bei allen bekannten Verkaufsstellen online unter augsburger-allgemeine.de/shop sowie unter der Bestellhotline 0821 3x7 4x4. Verschenken Sie ein Jahr voller unvergesslicher Momente. Mein CW-Kalender. Nicht immer kann Schwangerschaft als Geschenk empfunden werden. Donum Vitae berät und hilft Frauen und Männern in allen Fragen der Schwangerschaft und bis zum dritten Lebensjahr des Kindes an 65 Orten in ganz Bayern. Unterstützen Sie Donum Vitae, denn jedes Leben ist ein Geschenk. Mehr Informationen und Filme finden Sie unter www.dubisteingeschenk.de. Löwenbiere Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Einmal rundrum. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag auf RTL. Und schon sind wir wieder da bei TV Bayern Live. Und jetzt schauen wir uns an, was sich in der bayerischen Wirtschaft getan hat. Die Themen heute: Energiewende. Bayerische Wirtschaft stellt wissenschaftliche Untersuchungen vor. Und hohe Energiepreise belasten Unternehmen. Im Jahr 2022 will die Bundesregierung auch die letzten laufenden Atomkraftwerke in Deutschland abschalten. Alternativen dazu werden in allen Ländern Schritt für Schritt aufgebaut. Für Bayern ist das eine besondere Herausforderung, denn Kernkraft war hier jahrzehntelang die am meisten genutzte Stromquelle. Zum aktuellen Stand der Energiewende im Freistaat präsentiert jetzt die bayerische Wirtschaft in München ein wissenschaftliches Gutachten. Wo wir einen Fortschritt sehen, das ist bei der Versorgungssicherheit. Zum einen spielt eine Rolle, dass die Reservekraftverordnung verlängert worden ist. Es können Gaskraftwerke gebaut werden und die Thüringer Strombrücke wird nächstes Jahr fertig werden. Das ist jetzt auch sicher, so dass wir auch von daher mehr Sicherheit haben bei der Stromversorgung. Aber wo wir nicht vorankommen, ist, was Energieeffizienz und Klimaschutz anbelangt. Was wir brauchen, ist jetzt einfach das Abschreibungsmodell. In der Sanierung von Gebäuden sehen die Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft noch viel Potenzial, um Energie einzusparen. Eine steuerliche Förderung könnte daher mehr Menschen dazu bewegen, in Umbaumaßnahmen zu investieren. Eine kritische Höhe hätten zudem die Strompreise in Deutschland erreicht. Man kann versuchen, die Stromsteuer zu verändern, also an die Stromsteuer ranzugehen, gerade auch für die Industrie. Man kann auch mal versuchen, das wird ja auch gemacht, das EEG auf eine andere Basis zu stellen. Also es werden ja jetzt Ausschreibungen gemacht. Zunächst mal gibt es Pilotprojekte für PV-Anlagen in der Fläche. Das sind Versuche, die zumindest in die richtige Richtung gehen. Dass man versucht, den Markt oder mehr Marktelemente auch bei der Förderung erneuerbarer Energien ins Spiel zu bringen. Bereits jetzt sind die Strompreise in Deutschland um 50% höher als in Frankreich und doppelt so hoch wie in den USA. Im globalen Wettbewerb der Industriestandorte ist das ein klarer Nachteil, betont das Gutachten. Viele deutsche Unternehmen investieren bereits zunehmend im Ausland. Die Experten empfehlen daher eine Strompreisbremse und hoffen auf weitere Nachbesserungen. Denn ihrer Meinung nach fehle der Politik nach wie vor ein schlüssiges Gesamtkonzept der Energiewende. Den Energieverbrauch messen und optimieren. Das können bei Weiler Werkzeugmaschinen Fachkräfte, aber auch Azubis. Denn diese Erfindung des mittelfränkischen Drehmaschinenherstellers ist einfach zu bedienen. Im Werk Emskirchen bei Herzogenaurach ist das Energiemanagement bereits seit vielen Jahren ein wichtiges Thema.
Zahlreiche Konzepte für den Klima- und Umweltschutz hat das Unternehmen bereits umgesetzt. In den kommenden Wochen wird auch noch die Hallenbeleuchtung modernisiert. Es wird hier in allen Bereichen der Montage und Fertigung komplett die HQL-Beleuchtung getauscht. Es wird neu verkabelt, es wird ein Bussystem installiert. Es werden Beleuchtungskörper mit der LED-Technologie installiert, die auf Tageslicht reagieren, damit immer permanent die 500 Lux Ausleuchtung im Ausleuchtungsbereich gegeben ist. Mit Hilfe der neuen Hallenlampen werde der Ausstoß an Treibhausgasen um weitere 4% sinken, hat Weiler errechnet. Dem Klimaziel der Bundesregierung kommt der Industriebetrieb damit jetzt schon sehr nahe. Nämlich bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 1990 den CO2-Verbrauch um 40% zu reduzieren. Wir haben 35% in den letzten 7-8 Jahren erreichen können. Mit den ca. 3-4% dazugerechnet sind wir dann in Summe bei 39% ab Mitte Jänner 2016. Und ich denke, dass durch weitere Maßnahmen Energieoptimierung beim Verbrauch unserer eigenen Produktionsanlagen, beim Verbrauch der Heizung, das durchaus erreichbar sein sollte für uns. Ärgerlich für das Unternehmen sind die steigenden Strompreise in Deutschland. Durch Steuern, Abgaben und Umlagen haben diese sich nämlich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Und das, obwohl die Börsenpreise für Strom fallen. Weiler befürchtet, dass der weltweit angesehene Wirtschaftsstandort Deutschland an Attraktivität verlieren könnte. Denn einige energieintensive Unternehmen hätten bereits Probleme, die hohen Kosten zu stemmen. Eigentlich, und ich sage bewusst eigentlich, geht es doch niemandem etwas an, was man zu Hause in den eigenen vier Wänden tut. Im Fall der 22-jährigen Natalie Hott ist das anders. Ein ganzes Dorf ist wegen dieser Lady in Aufruhr. Hier ist für sie die nackte Wahrheit über den Stöhnstreit im idyllischen Ampfing im Landkreis Mühldorf. Heiß, heißer, hot. Natalie Hott ist jung, sexy und der Traum vieler Männer. Als Webcam-Girl stellt sie erotische Clips ins Netz oder verführt Männer live vor der Kamera. Das alles in ihrem Campzimmer in den eigenen vier Wänden. Doch im beschaulichen Ampfing ist man von ihrem Gewerbe alles andere als begeistert. Natalie Hott hat Stöhnverbot. Sie sei in ihrem Webcam-Zimmer zu laut. Beim Nachmessen stellt sich heraus, dass vor dem Haus vom Gestöhnen nichts zu hören ist. Einige Nachbarn haben dennoch die Schnauze voll. Sie wollen, dass Ruhe einkehrt. Und auch das Mühldorfer Landratsamt empfiehlt dem Webcam-Girl, den Antrag auf ein Gewerbe zurückzuziehen. Ich ärgere mich eigentlich am meisten über meine Nachbarn und halt über das Landratsamt auch. Ich mache nichts Schlimmes. Ich bin hier sozusagen den ganzen Tag fast eingesperrt hier in meinem Campzimmer. Also mich bekommt keiner zu sehen oder so. Und das stört mich halt einfach, dass die das nicht einfach akzeptieren können, mein Job, was ich mache. Was sie in ihrem Webcam-Zimmer in den eigenen vier Wänden treibt, sei doch ihr selbst überlassen, so Natalie. Mir kommt schon so vor, als würden die mir halt meine Arbeit verbieten wollen, als wäre ich irgendein Außerirdischer, der nichts machen darf. Und das finde ich halt nicht okay, weil ich mache meinen Job gerne. Und ich meine, dabei ist ja nichts Schlimmes. Jeder macht es zu Hause im Schlafzimmer. Ich mache es halt Übertragung übers Internet. Doch nicht nur ihre Tätigkeiten und das Hörerlebnis des Pornosternchens gehen einigen Nachbarn gehörig auf den Geist. Sie beschweren sich auch über vermeintliche Darsteller, die zu Natalie Hott fahren und vor den Wohnhäusern parken. Außerdem würde das Webcam-Zimmer auch nachts hell beleuchtet sein. Das Camgirl weist diese Vorwürfe zurück. Ich schätze mal, dass die Nachbarn einfach mein Gewerbe hier nicht haben wollen, weil vielleicht die Frauen Angst haben oder die Männer denken, oh, da könnte ich ja rückfällig werden oder das irgendwie gut finden. Ne? Also gehen will ich auf gar keinen Fall. Ich fühle mich hier wohl. Ich habe mich in dem Haus eingelebt und ich habe mein eigenes Campzimmer. Was will ich mehr? Sie will weiterkämpfen und ihre Arbeit auf keinen Fall aufgeben. Auch wenn ihr manche Anwohner das Leben zur Hölle machen. Eine Nachbarin griff erst im Juli zur Selbstjustiz und hat Natalie die Haustüre eingeschlagen. Ich war gerade oben am Webcam machen und dann hat die hier Sturm geläutet und hat dann auch die Seite von der Tür und hier eingeschlagen. Und ja, alles war voller Blut und dann hat sie natürlich erst aufgehört, nachdem die Polizei dann auch da war.
Nathalie schlug zurück und organisierte in der beschaulichen Gemeinde eine Nacktdemo für mehr Freizügigkeit. Viele Ampfinger können den ganzen Trubel um das Stöhnverbot und Nathalies Gewerbe nicht verstehen. Viel Lärm um nichts. Ich fand es persönlich nicht schlimm. Ich hätte es auch nicht verboten, ich hätte auch keine Anzeige gemacht. Ich finde einfach nur, das waren wahrscheinlich irgendwelche Hausfrauen. Die gemeint haben, sie müssen sich aufregen. Ich muss sagen, also ich finde das eigentlich Quatsch, weil jeder Mensch so, wie er möchte. Ich finde, man soll die Kirche im Dorf lassen. Es gibt mit Sicherheit Alteingesessenere, denen das vielleicht nicht so zusagt. Aber ich sage, die macht es in ihrem Zimmer und das interessiert mich als Ampfinger oder als Anwohner dann weniger, was sie dann da treibt. Die Nachbarschaft und das Landratsamt interessieren sich sehr wohl dafür, was das Pornosternchen da in ihrem Zuhause treibt. Trotzdem standen beide Seiten für keine persönliche Stellungnahme zur Verfügung. Für Nathalies Wohnsitz gab es keinen Gewerbeantrag beim Bau. Deshalb darf es auch das Webcam-Zimmer als Arbeitsbereich nicht geben. Einen Bauantrag für ein Gewerbe hat die Venus-Preisträgerin Nathalie Hott eingereicht. Doch der Antrag hat laut Landratsamt keine Aussicht auf Genehmigung. Sie solle doch den Antrag zurückziehen. Das geht Nathalie gegen den Strich. Sie wird weiterkämpfen, bis sie einen endgültigen Beschluss erhalten hat. Erst dann wird sich zeigen, ob die Webcam für immer ausbleiben muss. Ja, ich glaube, nach diesem Beitrag brauchen wir eine kurze Verschnaufpause, aber gleich sind wir wieder da mit TV Bayern Live. Kleine Kapsel, große Wirkung. So wirbt die AOK Bayern mit ihrem neuen Modellvorhaben zur Darmkrebsvorsorge, der PillCam. Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung in Deutschland. Allein in Bayern haben wir 10.000 Erkrankungsfälle im Jahr. Darmkrebs ist aber auch eine Krankheit, die sehr gut heilbar ist, wenn sie in einem frühen Stadium diagnostiziert wird. Und das war für uns Anlass, hier ein hochinnovatives Verfahren mit dieser PillCam, dieser Darmkapsel, aufzusetzen für unsere Versicherten. Die AOK Bayern bietet die neue Untersuchungsmethode in den medizinischen Versorgungszentren Hoffranken und Dorfen für ihre Versicherten ab dem 55. Lebensjahr kostenfrei an. In der Praxis von Marwan Kuri in Hof hat Heidemarie Brennig das Angebot zur Darmkrebsvorsorge mit der PillCam wahrgenommen und die Kapsel nach einer Darmentleerung geschluckt. Danach nimmt die Kapsel ihren natürlichen Weg. Der Kapsel wandert im Verdauungstrakt, also von Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm, bis sie durch die eigene Bewegung der Gedärme und bis sie auf natürlichen Weg ausgeschieden wird. Der Kapsel hat hier zwei Kameras, eine im vorderen Teil, eine im hinteren Teil. Sie macht 4 bis 35 Bilder pro Sekunde, je nachdem, wie sie schnell vorangeht. Und diese Bilder werden durch einen Gürtel, einen Sensorgürtel, an ein Aufzeichnungsgerät gesendet. Wenn der Kapsel ausgeschieden wird, werden diese Bilder auf ein Workstation heruntergeladen und werden zu einem Video gemacht. Mit den sehr genauen Aufnahmen, die die PillCam liefert, können Polypen, die zu Darmkrebs führen können, früh erkannt werden. Durch die Vorteile der PillCam gegenüber der herkömmlichen Darmspiegelung erhofft sich die Gesundheitskasse, mehr Menschen zur Darmkrebsvorsorge zu bewegen. Man hat den Vorteil, dass sie ein absolut hygienisches Verfahren darstellt. Sie ist schmerzfrei und sie ist natürlich auch schonend. Und sie liefert hervorragende Qualität in der Bildgebung, sodass hier die Vorteile gegenüber der klassischen Darmspiegelung deutlich überwiegen aus unserer Sicht. Und wie sehen es die Patienten selbst? Heidemarie Brennig kennt beide Methoden, Darmspiegelung und PillCam, und zieht ihr Fazit. Also ich habe die Darmspiegelung gemacht und das mit der PillCam. Und für mich war das einfacher und bequemer mit der PillCam. Alles rund um die PillCam-Methode können Sie nachlesen auf www.darmkapsel.de/AOK. Nicht immer kann Schwangerschaft als Geschenk empfunden werden.
Donum Vitae berät und hilft Frauen und Männern in allen Fragen der Schwangerschaft und bis zum dritten Lebensjahr des Kindes an 65 Orten in ganz Bayern. Unterstützen Sie Donum Vitae, denn jedes Leben ist ein Geschenk. Mehr Informationen und Filme finden Sie unter www.dubisteingeschenk.de. Löwenbiere Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live, das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten, einmal rundrum. TV Bayern Live, ab sofort jeden Samstag auf RTL. Willkommen zurück zu TV Bayern Live. Der Fußball hat in diesem Jahr leider auch viele negative Schlagzeilen geschrieben. Der FIFA-Skandal, dann die angeblich gekaufte Weltmeisterschaft 2006 und auch die Anschläge von Paris im Rahmen des Fußball-Länderspiels. Umso schöner ist es, wenn wir positive Nachrichten hören und das auch noch in Verbindung mit der aktuellen Flüchtlingsdiskussion. Es ist ein historischer Moment. Das erste Tor einer Flüchtlingsmannschaft im offiziellen Spielbetrieb des deutschen Fußballs. Es geht auf das Konto des ESV Neuaubing, der den Volkssport Nummer 1 als perfektes Mittel zur Integration nutzt. Gemeinsam Sport treiben, da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Ist völlig egal. Und die Jungs können sich hier die Erfolgserlebnisse auf dem Platz abholen, die sie im echten Leben vielleicht mehr oder weniger nicht haben. Und deswegen ist es 1A Integration. Mehr geht nicht. Ich muss nicht viel Aufwand betreiben. Ich muss nur Zeit und ein bisschen Energie mitbringen. Alles andere, Fußball ist ein Selbstgänger. Sieht gut aus. Zeit und Energie bringt Olaf Butterbrot viel mit. Allerdings macht er das gerne. Als Initiator und Trainer der Flüchtlingsmannschaft ist er mit diesem Projekt so etwas wie der Vorreiter. Nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland. Unter dem Namen ESV Neuaubing geht man seit Beginn dieser Saison in der Münchner Kreisklasse C im Ligabetrieb an den Start. Zweimal pro Woche ist Training und in den Spielen, wie hier beim Auftaktmatch gegen Pasing, läuft es bisher nahezu sensationell gut. Die Flüchtlingstruppe ist ein heißer Kandidat auf die Meisterschaft. Ja, wir wollen aufsteigen, muss ich mal einfach so sagen. Jetzt auch schon eine Übersprungshandlung. Nein, es ist die Wahrheit. Wir sind so gut, wir müssen aufsteigen. Ein ambitioniertes Ziel, wenn man bedenkt, dass der Großteil des Teams bis vor wenigen Monaten noch nie ein Pflichtspiel absolviert hat. Allerdings ist das sportliche Abschneiden insgesamt gesehen nicht entscheidend. Vielmehr zählen andere Werte. Wir könnten meinetwegen auch Letzter sein, aber Zuschauer, Schiedsrichter, Gegenspieler sagen, boah, ihr seid ja echt eine coole Truppe. Auch am Sonntag, das macht voll Spaß, gegen euch zu spielen. Und genau das will ich hören. Das sind also die Werte, für die diese Mannschaft stehen muss. Nämlich Respekt und Wertschätzung und Fairplay und dergleichen. Wäre das nicht so, fände ich es problematisch, weil ganz schnell wird dann so die Ausländer- oder Flüchtlingsschublade aufgezogen. Das ist halt nun mal so, das passiert verdammt schnell, dass die Flüchtlinge dann Ärger auf dem Platz machen. 0,0, also es ist cool, wie wir hier auch aufgenommen wurden im Verein in Neuaubing, aber auch von den anderen Mannschaften. Also es läuft echt top. Wir sind hier, weil wir Fußball lieben. Bei uns zu Hause in Afghanistan, in Syrien oder im Iran war es aufgrund der Probleme leider fast nicht möglich, sich öffentlich zum Fußballspielen zu treffen. Umso schöner ist es, dass wir Flüchtlinge hier zusammenkommen und gemeinsam Fußball spielen können. Ich freue mich auf jede Spieler hier. Wir haben Leute hier aus Eritrea, aus Ghana, aus Irak, die super Spieler sind. Wir sprechen auch Deutsch. Fast alle sprechen hier Deutsch und wir unterhalten uns auf Deutsch. Und beim Spiel, wenn wir so eine schnelle Stürmer haben, den brauchen wir. Es ist doch egal, ob er aus Irak kommt oder aus Afghanistan. Hauptsache, wir spielen zusammen und wir gewinnen das Spiel. Der ESV Neuaubing besteht aber nicht nur aus Flüchtlingen. Mittlerweile sind auch viele Deutsche mit dabei. Ganz nach dem Motto des ESV, Fußball verbindet, ein Spiel, eine Welt, eine Vision. Wenn wir zusammen als Team wirklich zusammen spielen, das ist dann völlig wurscht, welche Sprache man spricht. Man kann sich schon irgendwie verständigen und so. Und das ist
Also ziemlich bereichernd und man merkt es wirklich gar nicht so sehr, weil man ist wirklich ein Team. Ich glaube, das ist eigentlich die schönste Bestätigung, die man bekommen kann, dass so die Spieler, also vornehmlich Deutsche, sehen, oh, ist eigentlich ganz gut, was da jetzt gerade wieder bei uns läuft. Da wollen wir auch Teil dieser Geschichte sein. Und ich glaube, die alten Neuaubinger kommen wieder. Und das ist echt gut und das ist aber auch verdammt wichtig, weil ich alleine als Deutscher, das ist keine Integration. Integration ist, wenn möglichst viel Deutsch gesprochen wird. Ich zwinge niemanden, aber ich will auch mit den Menschen kommunizieren können. Und dafür sind diese Deutschen, die jetzt ankommen, Gold wert. Nicht zuletzt aufgrund dieser Entwicklung wurde Olaf Butterbrot für seine Initiative vor kurzem bei der Verleihung des BfV-Ehrenamtspreises mit dem BfV-Sonderpreis ausgezeichnet. Unsere Vereine, der Fußball, der Fußballverband, wir können natürlich nicht die Aufgaben der Politik mit übernehmen. Wir können auch nicht die aktuellen politischen Probleme mit lösen. Aber was wir können, ist unseren Beitrag dafür leisten, dass die Menschen, die in unserer Mitte sind, in unseren Städten und Dörfern sich aufhalten, dass sie sich dort so gut wie möglich fühlen können. Und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass unsere Fußballvereine in Bayern sich so aufopferungsvoll dieser Thematik annehmen und dass wir schon viele hundert Vereine in Bayern haben, die Flüchtlinge versuchen, in den Sportbetrieb zu integrieren. Hier kommen Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten zusammen, aus unterschiedlichen Nationen, mit unterschiedlichen Religionen. Die kommen hier zusammen, ziehen sich ein Trikot über und plötzlich sieht man nur noch eines und das ist der Mensch. Der ESV Neuaubing also ein Paradebeispiel für Integration. Ausführliche Informationen zum Thema Flüchtlinge im Fußballverein finden Sie auf der Homepage des BfV unter der eingeblendeten Adresse. Ich kann nur jeden ermutigen, auf die sogenannten Flüchtlinge, auf unsere neuen Nachbarn zuzugehen und sich was zu überlegen. Jeder hat irgendein Talent. Hingehen, ansprechen und positiv überrascht sein, wie einfach es im Grunde ist, Integration zu leben und wie viel man selber davon hat. Es muss nicht immer das romantische Alpenvorland oder das schicke München sein, das wir in den Filmen sehen. Das meint jedenfalls der Filmförderungsfonds. Nürnberg sei doch perfekt als Drehort. Platz, Infrastruktur, Ansprechpartner und die zahlreichen Motive sind der Grund dafür, dass Nürnberg als Drehort des Jahres ausgezeichnet wurde. Zu Recht, was auch der Frankentatort zuletzt gezeigt hat. Wohl einer der beliebtesten Drehorte der Stadt. Die endlosen Tunnelszenen im Frankentatort. Vielleicht das Bild, das leider am ehesten hängen blieb beim ersten Frankentatort. Dabei hat Nürnberg doch viel mehr zu bieten. Die historische Kulisse natürlich. Aber auch eine gewisse Härte, wie ein Regisseur und Drehbuchautor in einem Zeitungsinterview verriet. Veronika Ferres, Schirmherrin der Filmkulisse Bayern, schätzt noch vieles mehr. Es hat viel mit der Offenheit und Freundlichkeit der Menschen hier zu tun und mit der unkonventionellen Art der Filmschaffenden hier, die zum Beispiel bei Motivsuche, Drehgenehmigungen sehr hilfreich sind. Deshalb wurde Nürnberg mit dem Preis Drehort des Jahres ausgezeichnet. Der Preis selbst hat zwar symbolischen Wert, das Filme produzieren aber nicht. Medienministerin Ilse Aigner betont den doppelten Nutzen für die Stadt. Das Image wird poliert und die Wirtschaft gestärkt. Und zum einen zeigen wir das schönste Gesicht unseres Landes und locken damit auch vielleicht Touristen an, die sich dann diesen Filmort anschauen. Aber wir haben auch beste Bedingungen dann für diejenigen, die Filme drehen, produzieren wollen und die dann auch bei uns die Gastronomie zum Beispiel nutzen und auch unsere Locations einfach bestens vermarkten. Nürnberg, Drehort des Jahres. Vielleicht bald das neue Hollywood. Nürniwood. Noch ein kleiner Nachtrag zu dem Beitrag. Gerade für das kommende Jahr ist übrigens wohl ein größeres internationales Projekt in der Pipeline für Nürnberg, sagt man. Aber da ist noch nichts richtig offiziell. Das wünscht man sich in Passau öfter. Auf dem wunderschön beleuchteten Residenzplatz gab es ein außergewöhnliches und tolles Konzert. Viele Musiker und Bands sind dort aufgetreten, als Dank für alle Helferinnen und Helfer, die sich für die Flüchtlinge engagieren. Es war ein herrliches Danke-Open-Air vor der Kulisse des adventlich illuminierten Residenzplatzes in Passau. Hunderte waren gekommen, um daran teilzunehmen, aber auch um Solidarität für die Flüchtlingshelfer und die Flüchtlinge zu zeigen.
Es geht halt schon in erster Linie darum, dass man mal Danke sagt den Leuten, die wirklich unermüdlich die letzten Wochen und Monate sich um andere Menschen gekümmert haben. Und wir wollen halt diesen Zusammenhalt, der Gott sei Dank ja unter den Menschen ist, einfach mal unter Künstler auch haben auf der Bühne und den Leuten Danke sagen, indem man ein Konzert spielt und sie ermutigen, dass das mit dem Zusammenhalt was ist, was durchaus längere Zeit funktionieren kann, hoffentlich. Die Stadt Passau und Eulenspiegel-Konzert haben dieses für die Zuhörer kostenlose Danke-Konzert in wenigen Tagen organisiert. Für Konzertmanager Till Hoffmann eine Selbstverständlichkeit. Das war gar nicht so schwer, weil die zum Teil schon bei uns auch gespielt haben, am Königsplatz oder bei anderen Veranstaltungen. Und da war keine Überredung vonnöten, sondern die Leute, die Künstler engagieren sich da und waren eigentlich alle dafür, außer sie haben einen Termin überhaupt nicht kennen. Aber es war nicht eine Frage, dass man irgendwen hätte überreden müssen. 9 Gruppen und Interpreten waren gekommen und kostenlos aufgetreten. So wollten sie ihre Solidarität mit den Flüchtlingen und Helfern zeigen. Das ist großartig, wie die Bevölkerung von Passau und um Passau die Flüchtlinge empfangen hat. Und auch die bayerische Polizei dieser Region, die super haben die das alles gemacht. Auf der Bühne standen neben Moderator Hannes Ringelstetter, der selber auch auftrat, Willi Michel, die Geigenvirtuosinnen von Zwirbeldirn, die Liedermacherinnen Christiane Oettel und Karin Rabhansel, die Popformation Polyester, Keno von Moop Mama, Hofik Schroer und der Senkrechtstarter Alexander Diehl mit seinem Song Nur ein Lied. Das ist genau das, für was ich Musik mache, genau solche Sachen. Das ist das Richtige für mich, ja. Es gab wohltuende Solidarität zwischen den Interpreten auf der Bühne und den mehreren hundert Zuhörern auf dem Residenzplatz in Passau. Sie alle zeigten an diesem Adventabend ihre Empathie für die Flüchtlinge, die hoffentlich über den Tag hinausreicht. Unterstützen Sie Donum Vitae, denn jedes Leben ist ein Geschenk. Mehr Informationen und Filme finden Sie unter www.dubisteingeschenk.de. Löwenbiere Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Einmal rundrum. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag auf RTL. Und das war es auch schon wieder fast von uns von TV Bayern Live. In der kommenden Woche am Samstag 17.45 Uhr sind wir wieder für Sie da. Dann mit meiner Kollegin Claudia von Brauchitsch. So, jetzt zum Schluss schauen wir uns noch mal an, ob die Wetteraussichten auch wirklich so großartig sind, wie wir es alle hoffen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes zweites Adventswochenende. Bis bald. Servus. Um das gleich schon mal vorweg zu sagen, binnen Wochenfrist bleibt es beim sehr milden Wetter. Erst am dritten Adventswochenende beginnt sich die Wetterlage umzustellen und Chancen auf Winterwetter hätten wir dann ab dem vierten Adventswochenende. Jetzt geht's erst einmal durch eine sternenklare Nacht. In einigen Niederungen, wo es windgeschützt ist, bildet sich Nebel. Und gerade in Franken und in der nördlichen Oberpfalz frischt der Südwestwind böig auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 4 und minus 2 Grad. Minus 2 Grad gibt es in den windgeschützten Alpentälern. Morgen haben wir in Franken erst einmal nach ein paar Nebelfeldern viel Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags ziehen dann von Hessen her einige Wolkenfelder auf. Die sind aber komplett harmlos und es bleibt sehr mild mit Höchstwerten von 7 bis 11 Grad. Dazu frischt der Südwestwind wieder unangenehm auf. Er kommt mit Stärke 3 bis 4 im Mittel daher. Am Nachmittag wird er sogar noch etwas ruppiger und vor allen Dingen in den Mittelgebirgen, da weht der Wind fast stürmisch. In der Oberpfalz und in Niederbayern halten sich in einigen Niederungen anfangs noch ein paar Nebelfelder, sonst ist es erst einmal strahlend sonnig. Später tauchen dann von Mittelfranken her ein paar harmlose Wolken auf. Es bleibt auch hier mild
mit Höchstwerten von 7 bis 10 Grad. Und geschützt in der Sonne fühlt sich das sogar ein bisschen wärmer an. Der Wind ist erst schwach, kommt aus Südost bis Süd, dreht dann in der nördlichen Oberpfalz, gerade im Steinwald, auf südwestliche Richtungen und frischt auf. In Schwaben-Allgäu und Oberbayern, da ist es also im Süden sehr, sehr sonnig, oft wolkenlos, mit ein paar dünnen, wenigen Wolkenfeldern. Über manchen Niederungen liegt anfangs Dunst. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte von 9 bis 12 Grad, die sich geschützt in der Sonne erheblich wärmer anfühlen. Und der Wind ist ganz schwach unterwegs. Erst Richtung Nachmittag wird es an der Donau ein bisschen windiger. Und es geht sehr, sehr mild weiter. Auch der Wochenbeginn ist mild mit strahlendem Sonnenschein. Am Dienstag ist es wolkenlos. Dafür sammelt sich in einigen Niederungen Nebel. Abseits des Nebels, da wird es mild. Und am Mittwoch kommt ein bisschen Wind auf und es folgt auch ein bisschen Regen.